Mein Name ist Seom. Seom steht für Sensitivität. Energie. Orientierung. Und Mut. Doch Seom ist viel mehr als nur ein Name. Seom ist eine Vision. Die Vision, Menschen daran zu erinnern, niemals ihre Freude und ihre Liebe zu vergessen. Die Idee, Menschen an ihre Essenz zu erinnern, Herzen zu öffnen und in Verbundenheit das Leben zu feiern. Es ist der Soundtrack zu deiner Entfaltung. Vor vielen Jahren brachte ich den Mut auf, in den freien Fall zu gehen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits 15 Alben geschrieben und aufgenommen. Musik war immer meine Berufung. Ich wusste stets, was ich tun wollte, doch hatte häufig das Gefühl, nicht davon leben zu können. Bis ich im Jahr 2012 zu der Entscheidung gelangte, mich komplett so zu zeigen, wie ich bin. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, weshalb ich die Menschen so gut abholen kann. Weil ich weiß, was es bedeutet, im Mangel zu leben und durch den Schatten zu gehen. Ich verlor mich in Süchten, betäubte mich und war hoch verschuldet. Ich habe 3 Ausbildungen gemacht, teilweise 12 Stunden am Tag gearbeitet und nebenbei jeden Tag an meinem Traum gefeilt. Ich habe stets mein letztes Geld für meine Musik, meinen Traum ausgegeben, fühlte mich oft verzweifelt und alleine und kann jetzt ein Liedchen davon singen, was es bedeutet, sich zu entfalten und seine Kraft zu finden. Meine Eltern lehrten mich zu meditieren. Schon sehr früh wurde ich so mit der Macht von inneren Bildern und der Kraft der Gedanken vertraut gemacht. Jene Kraft nutzte ich, visualisierte und setzte so mit Himmel und Erde in Bewegung. Ich aktivierte meine Liebe und ließ sie in all meine Taten fließen. Genau davon spreche ich, genau davon singe ich. Genau das hat mich gerettet. Und das soll die Menschen um mich herum auch retten. Als ich begann und meinen Weg alleine ging, hatte ich nichts in der Hand. Nicht viele Menschen, die an mich glaubten, keine finanziellen Mittel und nichts als meinen Traum und Vertrauen in den Taschen. Doch ich ging meinen Weg und folgte immer weiter meinem Herzen. So lernte ich, den Zeichen zu folgen. So wurde ich zu einem Geschichtenerzähler, der Menschen berührt. Diese gelebten Abenteuer teile ich auf der Bühne und in meinem Podcast. Alles mit ein und demselben Ziel. Menschen an ihre Essenz, an ihre Kraft, an ihre Potenziale und an ihre Stärke zu erinnern. Diese Menschen begegnen sich bei meinen Konzerten und helfen sich gegenseitig. Jene Menschen werden Teil dieser Vision. Die Vision, füreinander da zu sein. Im Zeichen des Guten und im Namen der Verbundenheit. Mehr als 2 Sätze. Die Liebe, die Hingabe und Verbundenheit, die uns trägt, fließt vom Kleinen zum Großen. Sie zieht ihre Kreise vom inneren Kern der Familie hinaus in die Welt. Gemeinsam mit meiner Partnerin und einem Team aus liebevollen Gefährten kreieren wir weiter diese Vision. Wir erschufen all das, obwohl uns viele Menschen sagten, es sei unmöglich. So leben wir all das, was viele für unmöglich hielten und erinnern Menschen daran, ihre Möglichkeiten, ihre Träume und ihre scheinbar unmöglichen Ziele in die Tat umzusetzen. So kreiere ich den Soundtrack zur Entfaltung von Träumen. So wünsche ich mir, dass Menschen in meiner Vision eine Fackel finden. Ein Licht, das ihnen den Weg zeigen kann. Eine Fackel, die sie begleitet und ihnen Wege zu einem erfüllten und bewussten Leben zeigt. In Verbundenheit und Freude. Werde Teil der Reise. Werde Teil der Vision und folge uns. Werde Teil